Am Anfang, auch zur Jugendzeit hin, habe ich sehr stark versteckt, die Migräne. Ich habe selber die Krankheit auch runtergespielt. Wenn ich zum Beispiel beim Job war, habe ich probiert, den Leuten zu sagen, ja, passt schon, das funktioniert schon. Und am Ende des Tages bin ich doch zusammengeklappt oder habe mich vor Ort noch übergeben. Wir wollen einfach auch den Begriff deutlich machen, weil der Begriff Migräne vor Jahren halt leider irgendwie missbraucht worden ist. Vor allen Dingen als Frau hieß es, na gut, du möchtest jetzt nicht mit mir schlafen, weil du Migräne hast. Wir sind schon die Menschen, die an einer Krankheit leiden. Und warum sollten wir dann auch noch den Kampf führen gegen die Gesellschaft und uns immer verstecken müssen? Model 4 Quantius ist heute bei uns. Sie leidet an Migräne mit Aura, fiese Kopfschmerzen, Übelkeit und Sehstörungen. Bei Instagram zeigt sie, was die Krankheit mit ihr macht und trifft damit einen Nerv bei vielen Menschen. Die Krankheit ist ein absoluter Albtraum und obwohl sehr viele Menschen daran leiden, wird Migräne oft als simple Kopfschmerzen abgetan. Fia kämpft gegen diese Stigmatisierung an und erzählt auch heute, wie die Krankheit ihr ganzes Leben bestimmt. Außerdem mit dabei die Kokainabhängigen Hagen Decker und John Cook, YouTuber Mr. Wissen to go und Motivationscoach Dr. Bion Katilatu. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, schauen wir mal rein, was du so im Internet machst. Hi Baby, ich hab dir Essen mitgebracht. Der würde so sterben ohne mich. Hallo Oma. Hi mein Schatz, wie geht es? Gut, und dir? Ja, auch gut. Geht dir wirklich gut oder hört sich so komisch an? Ich bin nur am Menstruieren. Was ist das denn? Ich blute aus, der wird JJ. Ach, der Scheiße. Ja, einen schönen Abend. Tschüss. Ja. Hey, danke. Hallo Oma. Ja. Das ist echt toll, ja. Super cute. Ja, ich liebe deine Oma sehr, wie viele andere, glaube ich, auch. Ja, das sehr ist lustig. Und wir haben gerade gesehen, ihr habt vielleicht erkannt, Malte Zierden ist dein Freund. Also tolle Oma, toller Freund. Und sowieso sieht es aus nach einem tollen Leben mit sehr viel Freude, wie es gerade aussah. Aber ja, du bist eine sehr fröhliche Person und hast auch ein gutes Leben. Doch deine Migräne mit Aura knockt dich regelmäßig aus. Was passiert da? Ja, Migräne sind höllische Kopfschmerzen, die man eigentlich schon an sich nicht aushalten kann. Und ich leide unter sehr vielen verschiedenen Symptomen. Ich sage ganz oft, dass Migräne nicht nur eine Krankheit ist, weil sie so viele Symptome mit sich bringt. Es sind gefühlt mehrere Krankheiten in einem. Also ich habe Übelkeit, Erbrechen, ich habe Lähmungserscheinungen. Ich kann für ein paar Minuten blind werden auf einem Auge. Ich kann mich halt durch die Lähmungserscheinungen nicht mehr wirklich bewegen, habe Fieberträume und es sind einfach sehr viele Dinge, die auf einmal quasi aufeinander preschen. Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, was mit dir los ist? Ich habe es nicht bewusst gemerkt. Ich wusste nicht, was das war. Ich habe mit 11 Jahren meinen ersten Anfall bekommen. Da war ich auf dem Kindergeburtstag meiner besten Freundin und ich bin zum Geburtstag hingegangen und mir ging es schon sehr komisch. Es war aber ein sehr heißer Sommertag, deswegen haben meine Eltern das auch in Verbundenheit gebracht mit, ein bisschen mehr trinken, ist halt sehr warm und dann wird das schon. Und irgendwann war es dann so weit, dass wir T-Shirts batiken wollten bei meiner besten Freundin und der Geruch kam dann natürlich auch noch in die Nase von dem Batik-Zeugs, von dieser chemische Geruch. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich auf der Couch von meiner besten Freundin aufgewacht bin, beziehungsweise von den Eltern von ihr. Und meine Mom hat mich sehr panisch abgeholt. Genau, so fing das dann an mit meinem ersten Anfall. Und dadurch, dass es sehr oft vorkam, sind wir sofort zum Arzt. Er hat mich weitergeleitet zum Neurologen und die haben dann auch diagnostiziert Migräne mit Aura. Du hast ja gerade schon erklärt, wie Migräne mit Aura aussehen kann. Wir haben auch mal ein Reel hier für euch und können euch das zeigen. Wir schauen einfach mal rein. Fia hat immer wieder eine Migräneattacke mit Aura. Das läuft eigentlich immer gleich ab. Am Anfang kann sie sich nicht mehr bewegen und beschreibt, dass sie eine Art Klackern hört. Und dann folgen so starke Kopfschmerzen, dass sie davon ohnmächtig wird. Das in ihrem Einverständnis. Meistens wacht sie dann nach ein paar Minuten wieder auf und muss richtig hart kotzen. Danach folgen dann meist Halluzinationen und Fieberträume. Ich hab nichts verbrochen. Du hast nichts verbrochen?
Nach dem Kotzen ist dann meist die erste schlimme Phase vorbei. Danach hilft richtig viel Cola aufgrund des Koffeins, weil durch die Migräne die Blutgefäße im Gehirn stark erweitert werden. Und durchs Koffein werden die wieder verengt. Kann ich was für dich tun? Der komplette Prozess läuft immer gleich ab und passiert ungefähr 3 bis 4 Mal im Monat. Und am Ende schläft sie ein und pennt ungefähr 8 Stunden durch. Licht aus? Das war aber auch so süß, wie sehr er sich um dich gekümmert hat, ne? Ja, mega. Was hat dich... Er ist auch im Publikum hier irgendwo. Ich wollte gerade zu ihm. Oh, er wird es hassen. Schön, dass du hier bist. War ja aber krass intim. Ich erinnere mich auch noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und dachte irgendwie so, boah, krass. Ich wusste gar nicht, dass das so schlimm sein kann. Und dachte dann aber im zweiten, wow, krass, dass du das postest. Weil das ist irgendwie so doll. Was hat dich dazu bewogen, das zu posten? Und was hast du auch, ich glaube, als er das da gefilmt hat, hast du es ja auch vielleicht gar nicht so gemerkt. Was hast du dann, wie hast du darauf reagiert und warum habt ihr es dann gepostet? Der erste Part ist, einfach um Awareness für die Krankheit zu zeigen. Wie gesagt, man kennt Migräne, man kennt den Begriff. Wenn man keinen um sich herum hat, der wirklich betroffen ist, kennt man es halt nur unter Kopfschmerz. Und wir haben es auch mit sehr heftigen Szenen, mit dem Übergeben, mit dem Unmächtigwerden, mit Halluzinieren extra reingeschnitten, weil wir halt nichts verschönen wollen. Und wir wollen einfach auch den Begriff deutlich machen, weil der Begriff Migräne vor Jahren halt leider irgendwie missbraucht worden ist, dass man den als Ausrede genommen hat oder man hieß es, vor allen Dingen als Frau hieß es, na gut, du möchtest jetzt nicht mit mir schlafen, weil du Migräne hast. Und dadurch wurde dieser Begriff irgendwie ja negativ assoziiert und nicht ernst genommen. Und ja, da wollen wir einfach gegensorgen und ja, einfach sensibilisieren vor allem. Was heißt eigentlich Migräne mit Aura? Also was ist diese Aura? Aura ist noch, was man dazu kriegen kann. Es wird auch oft Augenaura genannt, weil die Aura sich meistens halt auch auf die Augen, auf den Sehverlust halt bezieht. Genau. Bei mir ist es halt so, dass ich Blitze im Auge sehe, meistens auch auf der linken Seite. Ich habe eher eine linksseitige Migräne. Und genau, das ist dann auf das Sehvermögen bezogen. Wir haben auch gerade in dem Video gesehen, dass Malte sich so schön um dich kümmert und dass es ja aber sehr intensiv ist und das kommt ja auch dann einfach mal. Inwiefern beeinflusst das eure Beziehung oder auch euren Alltag? Es ist schon so, dass die Migräne halt einfach kommt und geht, wann sie möchte. Das heißt, wir können gar nichts planen. Wir können nicht sagen, okay, jeden Sonntag ist es so, deswegen machen wir Sonntag ruhiger, sondern es kann wirklich jede Sekunde einfach anfangen. Und demnach müssen wir uns sehr oft und viel an die Krankheit anpassen. Liebe Fia hat heute auch spontan eine richtig fette Migräneattacke im Zug gekickt. Wir waren gerade auf dem Weg nach Hamburg. Dachten die ganze Zeit, im Zug geht's klar, aber wurde so hart getriggert von den Menschen, dem Licht, den ganzen Geräuschen. Ihre Schmerzen wurden dann so hart, dass wir erstmal am Bremer Hauptbahnhof ausgestiegen sind, um möglichst schnell von diesen ganzen Reizen wegzukommen. Ja. Zu Beginn unserer 2022. Und mein Leben beschränkt es in dem Sinne, dass ich erstmal vorbeugend agieren muss. Das heißt, ich muss mein Leben erstmal umkrempeln und verstehen, was ist diese Krankheit? Wie kann ich vorbeugend reagieren, dass ich sie vielleicht ein bisschen minimiere? Bedeutet, mein Alltag dreht sich fast nur um die Migräne. Ich muss halt langsam in den Tag starten, am besten Stress aus dem Weg gehen, aber das geht natürlich nicht immer. Und achte sehr viel auf meine Ernährung. Ich mache sehr viel Yoga, meditiere auch sehr viel. Dann natürlich die ganzen Arztbesuche, die sehr, sehr viel im Jahr sind. Und deswegen würde ich sagen, beeinträchtigt uns die Migräne sehr doll. Mirko, hast du in irgendeiner Art und Weise schon mal Berührung mit dem Thema Migräne gehabt? Oder Migräne mit Aura vielleicht auch? Ja, tatsächlich bei einem Kollegen, der noch gar nicht wusste, dass er Migräne hat. Und dann hat er mir gesagt, du, ich sehe auf einmal nichts mehr und habe heftige Kopfschmerzen. Und was soll ich machen? Wir hatten gerade über was anderes gesprochen, deshalb waren wir in Kontakt.
Und dann habe ich nebenbei gegoogelt und dann sofort gesehen, ja, das scheinen die Symptome für Migräne zu sein. Und er wusste das bis dahin noch nicht. Und er ist dann auch zum Arzt später und hat sich rausgestellt, es ist tatsächlich Migräne. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, er sich auch. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie heftig das ist. Bis dahin dachte ich, Migräne ist natürlich übel, man hat Kopfweh, liegt den ganzen Tag im dunklen Raum. Aber dass es, wie wir jetzt auch bei dir gesehen haben, so den Alltag einschränken kann, das war mir nicht klar. Und das war großen Respekt, dass du da dein Leben trotz allem meisterst und dich da auch nicht einschüchtern lässt. Weil ich hätte, glaube ich... Hast du das Gefühl, dass Außenstehende begreifen können, was diese Krankheit bedeutet? Unterschiedlich. Also ich würde sagen, oder ich hoffe es, beziehungsweise es ist ja auch das Ziel von Malte und mir, so doll darüber aufzuklären, dass es Leute da draußen gibt, die vielleicht nicht betroffen sind, gar keine Berührungspunkte haben, die das dann dadurch nachvollziehen können. Ich treffe heute auch noch auf viele Menschen, die mir zum Beispiel auch sagen, ja, du, mein Gott, Kopfschmerzen hatte ich auch mal. Ich hatte meinen Kater, habe mich übergeben. Kopfschmerzen ist ja ähnlich wie Migräne. Ich treffe auch auf Menschen, die sagen, dass sie mir das nicht glauben. Dass sie sagen, vielleicht inszeniert sie das ja auch, vielleicht macht sie es ja einfach auch nur stärker für die Aufmerksamkeit. Und das ist halt, das sind halt krasse Dinge. Also es wird man so behaupten, es gibt Menschen, die wollen es verstehen und es gibt Menschen, die wollen es so oder so nicht verstehen. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr, sehr, sehr viel Support bekomme, weil nun mal auch sehr viele Menschen darunter leiden und sich endlich verstanden fühlen und vielleicht auch irgendwie mehr Energie bekommen, gegen die Migräne anzugehen. Wenn du neue Leute kennenlernst, informierst du die dann direkt darüber, dass du Migräne hast? Weil das ist ja also ein super eindrucksvolles Video übrigens. Ich hätte nie gedacht, dass Migräne so schrecklich ist. Aber es ist ja schon wichtig für Leute in deinem Umfeld auch zu wissen, oder? Mhm. Am Anfang, auch zur Jugendzeit hin, habe ich es sehr stark versteckt, die Migräne. Mhm. Also es wusste mein enger Kreis, meine Familie, mein Freundeskreis, mein Freund. Mhm. Aber ich habe immer probiert, das mir nicht anmerken zu lassen. Ich habe selber die Krankheit auch runtergespielt. Wenn ich zum Beispiel beim Job war, bei einem Shooting, habe ich probiert, den Leuten zu sagen, ja, passt schon, das funktioniert schon. Und am Ende des Tages bin ich doch zusammengeklappt oder habe mich vor Ort noch übergeben und habe es halt mir selber irgendwie eingeredet, ja, ich mache das mit mir selber aus, weil ich natürlich auch Angst hatte, wie die Reaktion ist von den Menschen. Das beruht wahrscheinlich auch daher, dass halt die Krankheit als Schwäche angesehen wird. Wenn du krank bist, bist du schwach in der Gesellschaft. Mhm. Und deswegen hatte ich da einfach Respekt vor. Und wie gesagt, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr selbstständig. Und ich hatte Angst, wenn ich das kommuniziere, wie sehen dann die Kundinnen mich? Habe ich dann auf einmal keinen Job mehr? Weil dann jeder sagt so, ja gut, dann können wir sie nicht buchen, weil es kann ja sein, dass sie krank ist an dem Tag. Deswegen hatte ich sehr Respekt davor. Mittlerweile erzähle ich das jedem, sonst wäre ich wahrscheinlich auch heute nicht hier, weil es halt einfach sehr wichtig ist, wir sind schon die Menschen, die an einer Krankheit leiden und warum sollten wir dann auch noch den Kampf führen gegen die Gesellschaft und uns immer verstecken müssen und da wollen wir auf jeden Fall gegenwirken. Welche Vorurteile die Gesellschaft hat, darüber haben wir auch mit Professor Dr. Göbel gesprochen. Er ist Chefarzt in der Schmerzklinik Kiel und behandelt seit über 30 Jahren Migränepatienten und Patientinnen. Und wir hören mal, was er sagt. Wenn man Migräne hat, wird man tatsächlich negativ bewertet. Die Erkrankung selbst ist auch negativ diskreditiert. Man gilt nicht als zuverlässig, nicht als belastbar. Man wird wahrscheinlich auch als psychisch verändert wahrgenommen. Und das wird man sein ganzes Leben behalten. Und deswegen versteckt man sich lieber mit Migräne. Man hat Migräne hinter vorgezogenen Gardinen. Man hat Hausarrest, obwohl man nichts angestellt hat. Und das will man versuchen, möglichst nicht nach außen zu kehren, wenn man betroffen ist, weil die anderen möglicherweise darüber reden und ein negativ dann eben ansehen. Was denkst du, wenn du diese Auflistung hörst? Ist eigentlich genau das, was ich halt jahrelang auch selber dachte, wovor ich auch Angst hatte. Ich kann auch verstehen, wenn es immer noch Leute da draußen gibt, die sagen, ich möchte das jetzt nicht unbedingt, dass mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin das weiß, weil ich Angst um meinen Job habe oder Angst um mein Umfeld. Ich finde den Gedanken auch sehr schlimm. Ich selber kann halt nicht damit umgehen, wenn Leute einen bemitleiden, wenn man dann einen anguckt nach dem Motto, oh Gott, du bist ja krank. So, und, ne? Ich weiß, das ist sehr nett gemeint, aber manchmal bin ich so, ah, behandelt mich bitte nicht anders deswegen. Aber ja, ich würde ihm auf jeden Fall zustimmen, dass genau solche Gedanken halt hochkommen.
Wir haben Professor Dr. Göbel auch gefragt, ob er glaubt, dass Migräne oft nicht so ernst genommen wird, weil mehr Frauen als Männer betroffen sind. Da hören wir mal, was er dazu sagt. Wenn mehr Männer betroffen werden, ist es durchaus denkbar, dass die Versorgung sich schon längst verbessert hätte. Frauen mit Migräne müssen aufgeben. Sie können nicht weiter zur Schule gehen. Sie können an der Uni nicht bleiben. Sie müssen nicht so herausfordernde Berufe auf sich nehmen. Wenn das Männer erleben würden, kann ich mir gut vorstellen, dass man hier viel schneller etwas tun würde, um die Versorgung zu verbessern und das Leid zu lindern. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Mir war das selber schon bewusst. Vor 30 Jahren war das noch so, wenn du zum Hausarzt gegangen bist als Frau mit Migränesymptomen, dann wurdest du oft zum Frauenarzt geschickt. Also es wurde oft gesagt, oder die Migräne wurde oft mit hormonellen Symptomen oder mit den Hormonen in Verbindung gebracht. Deswegen wurdest du einfach abgeschrieben, okay, geh zum Frauenarzt, Pille vielleicht reinstopfen und weiter geht's. So funktioniert es nicht. Es gibt auch nicht hormonell bedingte Migräne. Meine Migräne ist zum Beispiel eine nicht hormonell bedingte. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass die Medizin und die Wissenschaft bezüglich der Migräne eventuell heute schon weiter wäre, wenn mehr Männer darunter leiden würden. Ist es ja auch so, dass zum Beispiel Medikamente eher an dem Mann getestet werden. Und heutzutage läuft das tatsächlich auch noch so. Deswegen würde ich ihm da auch zu 100% zustimmen. Neuerdings machst du ja auch Werbung für einen Discounter und thematisierst da auch die Migräne. Also das, ja, also es ist Teil der Werbung, ist deine Krankheit. Gab es dazu auch Kritik oder Stimmen, die gesagt haben, vielleicht auch von Betroffenen, warum machst du das jetzt zu einer Werbung und Geld daraus? Genau diesen Kommentar habe ich tatsächlich ein, zwei Mal bekommen. Im Sinne von, schade, dass du die Migräne jetzt nimmst, um Geld zu verdienen. Mhm. Kann man mir auf jeden Fall so auslegen. Ich kann verstehen, dass man so denken kann. Mein Gedankengang war es nicht. Meine Intention dahinter war, krass, ich kann diese Krankheit jetzt sogar in den Discounter packen und es wird noch mehr darüber geredet, es wird noch mehr informiert, die Leute nehmen diese Krankheit wahr und es kommt jemand auf mich zu, eine große Firma, die sagt so, hey, wollen wir vielleicht deine Krankheit mit reinbringen, weil das ist nun mal das, was mich auch irgendwo ausmacht, nicht hauptsächlich, weil ich ja noch viel mehr bin als meine Krankheit, aber es gehört einfach zu meinem Leben und in diesem Spot sollten wir zum Beispiel zeigen, wer wir sind und was uns ausmacht und meine Migräne ist ein Riesenteil in meinem Leben und deswegen kann ich irgendwie diesen negativen Kommentar verstehen. Er kam tatsächlich auch sehr, sehr selten, weil ich größtenteils wirklich auch das Feedback bekommen habe, vor allen Dingen von Betroffenen, dass wir endlich gehört werden. Und das war meine Intention und das ist das, wofür ich gerne stehen wollen würde. Was würdest du dir wünschen von unserer Gesellschaft in Bezug auf Migräne? Ich würde mir so viel wünschen von der Gesellschaft. Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass man einfach, vor allem wenn man nicht betroffen ist, über den Tellerrand schaut. Nur weil ich es nicht habe, nur weil mein Umfeld es nicht hat, existiert es trotzdem. Nur weil die Krankheit unsichtbar ist, existiert die trotzdem. Und es geht genauso wie psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter und so fort. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle irgendwie alle an demselben Strang ziehen und uns eher unterstützen, anstelle von zu sagen, ja komm, ne, ist ja nur Kopfschmerzen oder das halt ins Lächerliche ziehen. Und ich glaube, das würde es schon viel einfacher machen, weil wir führen halt, wie gesagt, schon den Kampf gegen unsere Krankheit. Und dann wäre es halt schön, wenn es viele Menschen gibt, die einen verstehen und die das auch zeigen. Wenn ihr noch mehr spannende Geschichten wollt, dann geht's hier direkt weiter zum nächsten Deep und Deutlich Talk. Und hier gibt's ein Video aus dem Funknetzwerk. Und wenn ihr die ganze Runde Deep und Deutlich sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall in der ARD Mediathek vorbei.